Nach dem Minusjahr 2015 präsentierten die Chemieverbände Rheinland-Pfalz auf ihrer Jahrespressekonferenz auch für die ersten 9 Monate des Jahres 2016 schwache Geschäftszahlen. Der Gesamtumsatz der Chemiebetriebe sank um 6,9% auf 19,8 Milliarden Euro. Doch es gibt erste Anzeichen von Hoffnung auf eine Trendwende. Wir sind generell in einem ganz schwachen Umfeld, wenn Sie in die Welt schauen, wo sind da die Impulse? Allerdings, wir sehen in Rheinland-Pfalz mit ganz viel Optimismus ein Plus bei Aufträgen, ein Plus bei der Produktion. Und wir sagen mit aller Vorsicht, das könnte die Trendwende sein. Wir hoffen das zumindest. Auch wenn der Konsumbereich floriert, die Bauwirtschaft positive Zahlen schreibt, die Industrie hat Probleme und es könnte ein weiteres dazukommen. Ein zunehmend eingeschränkter Welthandel. Für die rheinland-pfälzische Chemieindustrie mit 70% Exportanteil eine bedenkliche Entwicklung. Wenn wir sehen, dass in England mit dem Brexit oder mit dem Ausgang der Wahlen in den USA es ein mehr an Protektionismus geben wird, eine Abschottung und ein Zurückgehen auf dem Weg der Offenheit, den die Gesellschaften gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dann ist das sehr bedauerlich, weil das einfach heißen kann, zurück in Kleinstaaterei und weg von Offenheit. Offene Gesellschaften brauchen wir für Innovationen, für mehr Frieden, für einen Austausch. Die Betriebe bewerten ihre wirtschaftliche Lage derzeit als befriedigend, aber sie verlangen bessere Rahmenbedingungen für ihre Produktion. Wir haben prima Innovationen, eine gute Basis, tolle Fachkräfte hier in Deutschland, aber wir sind ein teurer Standort. Arbeitskosten sind teuer, Energie ist sehr, sehr teuer. Das ist ein dickes Problem für uns. Wir sehen jetzt schon, dass wir mehr im Ausland investieren als in Deutschland. Das ist ein Trend, der uns bedenklich stimmen muss. Heißt unterm Strich, mit dem, was wir jetzt haben, kommen wir vielleicht zurecht. Aber zusätzliche Belastungen, etwa durch einen Emissionshandel, durch die Politik, können wir nicht schultern. Globalisierung, eine wichtige Herausforderung. Die Integration der Flüchtlinge, die zweite. Aber die, sagt Harald Schaub, müsse man mit ehrlichen Erwartungen angehen. 27 Flüchtlinge haben in der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie einen Arbeitsplatz oder ein Praktikum gefunden. In der chemischen Industrie haben wir es ja anspruchsvolle Ausbildungsberufe. Wir haben sehr anspruchsvolle Anlagen und brauchen ein Höchstmaß an Qualifikation, an qualifizierten Mitarbeitern. Hier bieten uns Flüchtlinge einerseits eine Chance, dass wir qualifizierte Mitarbeiter bekommen, auch vor dem Hintergrund der Demografie. Die Realität ist allerdings, dass es sehr lange dauern wird und anstrengend sein wird, sie wirklich in die Qualifikation zu bekommen. Die Lehrwerkstatt der Firma Renolit in Worms. Die Firma investiert viel Zeit in zwei Flüchtlinge, auch in den 19 Jahre alten Afghanen Davood Nikzat. Er spricht nach einem Jahr schon ganz passabel Deutsch, paukt auch die deutschen Fachbegriffe. Wir haben auch erkannt, dass wir sehr viel mitbekommen, von ihm zurückbekommen. Ein Mitarbeiter dann in den nächsten 30, 40 Jahren hier im Hause begrüßen können, der eine Wertschätzung gegenüber dem Unternehmen dann auch hat. Davood Nikzat war 2 Jahre lang auf der Flucht. Bei einem der international führenden Folienhersteller ist er nach 2 erfolgreichen Praktika jetzt für 1 Jahr lang in der Einstiegsqualifikation. Eine 2-jährige Lehre als Maschinen- und Anlagenführer soll folgen. Davood hat nur einen Wunsch. Mein Ziel ist, kann ich weitermachen? Ich meine Schule und meine Ausbildung anfangen und kann ich einfach arbeiten. Das Problem bei der Integration der Flüchtlinge in die Arbeitswelt, die Bürokratie. Ein Zeitaufwand, der sicher viele Betriebe abschreckt, Flüchtlinge einzustellen. Wir haben aktuell halt die Erfahrung gesammelt, dass wir viele Behördengänge begleiten oder unterstützen müssen, dass mehrere Behörden immer wieder als Ansprechpartner dienen, um diesen Prozess voranzutreiben. Sind da auch auf sehr kompetente und willige Mitarbeiter gestoßen, aber immer wieder diese einzelnen Absprachen sind natürlich sehr zeit- und sehr zeitintensiv. Davood Nikzat. So ein kleines bisschen ist auch er Hoffnungsträger, dass es in der Chemiebranche bald wieder aufwärts geht.